Hey, ich bin der Tommy Lee, ich bin 26 Jahre alt und bin aktuell im dritten Lehrjahr in meiner Ausbildung zum Schilder- und Lichtreklamehersteller. Was macht man als Schilder- und Lichtreklamehersteller? Also man ist ein Allrounder, aber hauptsächlich, wie der Name schon sagt, Schilder. Zum Beispiel von der Zahnarztpraxis ein Schild oder eine Werbeleuchtreklame, ein Schriftzug, kann aber auch ein Kasten mit einem Bild sein. Alle Freiheiten sind gegeben. Was macht dir am meisten Spaß an deiner Ausbildung? Was mich bei guter Laune hält, ist, dass ich nicht immer das Gleiche mache. Es gibt immer andere kleine Sachen, auf die man schauen muss. Und es geht immer um Kleinigkeiten. Es ist Millimeterarbeit, sage ich mal, in jeder Hinsicht. Und das gefällt mir sehr gut. Welcher Teil deines Arbeitsalltags gibt dir das beste Gefühl? Dass ich tatsächlich einfach sehe, was ich mache. Ich stehe da eine Stunde und mache einen Arbeitsschritt und ich sehe, wie weit ich gekommen bin. Und das ist das, was einem dann auch sagt, boah, das habe ich gerade gemacht heute den ganzen Arbeitstag lang. Und das hat man dann in der Hand und freut sich drüber. Mit welchem Werkstoff arbeitest du am liebsten? Am liebsten mit allen. Also, wenn ich ein Werkstück mache, finde ich es am besten, wenn von allem, was dabei ist, so dass man eben das Metall engraten muss oder noch säubern und das Holz noch anschleifen und einlassen zum Beispiel. Diese Vielseitigkeit eben mit jedem Werkstoff auch ein bisschen länger beschäftigt zu sein, macht mir am meisten Spaß. Aber tatsächlich Metall und Holz sind mir tatsächlich am liebsten. Was ist die größte Herausforderung für dich bei deiner Arbeit? Wenn man auf Montage fährt und die ganze Sache in der Theorie kennt, wo ist welches Hindernis, wo muss man aufpassen. Und dann passt was um einen Zentimeter nicht oder man stößt auf ein Problem, an das vorher niemand gedacht hat. Und dann muss man sich was einfallen lassen. Also, weil heimfahren, ohne, also wenn die Baustelle nicht fertig ist, das geht nicht. Da muss man auch wieder richtig kreativ werden, um zu der Lösung zu kommen, wie es gedacht war. Das sind die schwierigsten Momente für mich. Bekommt ihr Feedback von euren Kunden? Meistens höre ich selbst vom Feedback von Kunden auf der Baustelle draußen. Und die Kunden sind im Normalfall immer sehr zuvorkommend und freundlich, und weil sie auch glücklich sind, dass wir da sind und jetzt den Feinschliff an ihrem Laden oder ja, den Feinschliff vornehmen, das optische i-Tüpfelchen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man durch die Stadt fährt und sein eigenes Schild oder seine eigene Reklame sieht? Freut man sich da? Ich bin tatsächlich mal mit meiner Freundin zu ihrer Großmutter gefahren und wir sind direkt, eine Woche vorher war ich in der Nähe und habe eine Werbeanlage aufgehangen und da sind wir direkt dran vorbeigefahren. Dann sind wir sogar kurz stehen geblieben und haben uns das alle angeschaut und ich meinte, ah, schaut euch das an, das habe ich aufgehängt letzte Woche. Super tolles Gefühl, ja, auf jeden Fall. Macht einen stolz. Hast du eine gewisse Grundfaszination für Werbung, Plakate und Schilder? Auf jeden Fall. Doch das kam erst mit der Ausbildung. Also seitdem ich die Ausbildung mache und ich gehe mit meiner Freundin zum Einkaufen zum Beispiel und dann, oh, hast die Werbeanlage davon gesehen, das aber hätte ich schon anders gemacht oder oh, die schaut geil aus. Die Faszination kam einfach, je länger ich das mache, umso mehr habe ich mich dafür interessiert auch tatsächlich. Und mir war vorher das gar nicht bewusst, dass das so interessant sein kann. Ehrlich, ich bin noch davor, glaube ich, noch nie durch die Stadt gegangen und dachte mir, ja, wie gesagt, die Faszination kam mit dem Beruf. Je mehr ich lerne, desto mehr hat es mir gefallen. Hast du Ziele, die du in deinem Beruf erreichen willst? Willst du dich vielleicht irgendwann mal selbstständig machen? Das klingt natürlich immer traumhaft, der Chef zu sein, sage ich jetzt mal. Also, oder seine eigene Kreativität quasi umsetzen zu können in seiner eigenen Firma. Dennoch ist es einfach ein sehr großer Schritt, der wohl durchdacht sein will. Und klar habe ich schon mal mit dem Gedanken gespielt, aber das liegt noch in ferner Zukunft. Und das sehe ich dann, wenn es soweit ist, sage ich mal. Willst du nach deiner Ausbildung erstmal ein wenig weiterarbeiten und schauen, was sich ergibt? Genau, ich habe nämlich auch verkürzt meine Ausbildung um ein Jahr, da ich mit dem Abitur oder mit dem Fachabitur in die Ausbildung reingegangen bin. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich arbeite lieber länger jetzt erstmal noch als Geselle, um, sage ich jetzt mal, wirklich auf den Lehrstand zu kommen, wie einer, der eine dreijährige Ausbildung absolviert hat. Also weiterbilden werde ich mich auf jeden Fall. Bringt dich deine Ausbildung auch privat weiter?
alles, was ich hier lerne, und deswegen gefällt mir dieser Beruf so gut, bringt mir ja in meinem Privatleben oder in meinem Hobby besser gesagt auch sehr viel. Also ich kann meine Kreativität durch die Techniken, die ich hier lerne oder durch die Arbeitsschritte, die ich hier schon gemacht habe und Probleme, die ich hier schon behandelt habe, kann ich zu Hause dann meine eigenen Sachen machen und ich darf auch in der Firma natürlich öfter mal Material mir nehmen oder was eben die Maschinen benutzen für den Privatgebrauch. Das ist das, was mich persönlich, wo mich das dann fördert. Was machst du denn privat? Und was sagen deine Freunde und Familie zu deiner Arbeit? Ich mache sehr viel Bilder auf Leinwänden zu Hause. Damit habe ich eigentlich angefangen, kreative Bilder umzusetzen und mit Lack. Also in meinem Fall sind es Spraydosen. Ich habe ja keine Lackierkabine zu Hause, wo ich dann Bilder mit herstelle und die dann verschenke zum Beispiel. Meistens sind es Geburtstagsgeschenke, die ich dann mache. Oder in der Innung haben wir zum Beispiel erst im letzten Lehrgang einen Leuchtkasten gebaut und der kam so gut an zu Hause. Also jeder, der den sieht, fällt aus allen Wolken. Das ist einfach, das ist der Wahnsinn. Was würdest du Jugendlichen mit auf den Weg geben, die sich überlegen, eine Ausbildung zum Schilder- und Lichtreklamehersteller zu starten? Was ich den jungen Leuten auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, sich gründlich zu informieren vor seiner Ausbildung. Auf jeden Fall ein einwöchiges Praktikum mindestens zu machen, um zu wissen, ob man da Spaß hat. Und das ist nämlich das Allerwichtigste in der Ausbildung. Gefällt es einem, macht es einem Spaß. Und jetzt speziell zum Schilder- und Lichtreklamehersteller, wenn ihr gerne bastelt, also das mal so gesagt, oder halt gerne Sachen kreativ herstellt aus dem Nichts, weil euch irgendwo ein Mangel auffällt, dann ist das genau das Richtige für euch.